Schauen wir mal, wie das alles so ist im Sport. Und der Höhepunkt war erstmal unser Europacup-Spiel und bis fast ins Endspiel im Elfmeterschießen gescheitert. Hast du schon gesagt, ja? Ja, ich habe gesagt, dass du schlecht rausgelaufen bist. Ja, ich bin jetzt, ja, genau, das war mein Fehler. Der Rasen war zu hoch und ich denke, der Ball kommt dann gut. Da kam nichts noch richtig, ja, da kam nicht zu mir und spielt mich durch. Ganz bitter, bleibt das ganze Leben. Ist überall in jeder Ecke, kriege ich das vor ja hin. Naja, und dann war noch, für mich war Höhepunkt noch, dann, dass ich in Nationalmannschaft gespielt habe, nach den großen Erfolgen hier, weil ich war verletzt. Und da hat Busch nach mich reingeschickt und das mit mehr, großes Spiel gemacht, mehr wie 100% der Kreuersatz. Das war dann der Höhepunkt und im Sturm hat gespielt, Streich, Sparwasser, Peter Ducke, Wahnsinn, ja. Das war's, wenn man was wissen wollte, antworte ich. Ich wollte mal wissen, wie ihr den Fußball-Sachverstand von Erich Wilke einschätzt. Keine Ahnung, Digga. Vom Fußball hat er keine Ahnung. Ich hab bei meiner Verabschiedung 79, da durfte ich hinter ihm auf der Tribüne im Jahnstadion platzen. Das war, mein Vater hat schon immer, der war ja öfter mal auf der Tribüne und da hat er schon nur angedeutet, war der so vorsichtig. Da habe ich hintergesessen, da habe ich 90 Minuten das Gesaffel von dem gehört. Da habe ich nach dem Spiel, bin ich in die Kabine gegangen und gesagt, wenn ihr das gehört habt, wie der euch beleidigt da oben auf der Tribüne, dann würdet ihr alle die Schuhe an den Nagel hängen und sagen, danke, das war's für mich. Also, war da schon Alterssenilität? Ja, das spielte ja auch damit drin. Aber er hat sich ja immer noch so jugendlich und so gefühlt. Aber er hatte überhaupt Fachkompetenz, hatte der überhaupt. Wir haben ja auf Eishockey aus, ne? Da mal die Möglichkeit, dann zu sprechen. Ja, ja. Wie bitte? Du hast doch so stark gemacht. Aber Eishockey, muss man ja gerechterweise sagen, ich hab von Eishockeyspielern erfahren, dass Mielke sich durchgesetzt hat gegenüber den DDR-Oberen, dass Eishockey überhaupt erhalten blieb zu DDR-Zeiten. Genau. Der hat sich dafür eingesetzt, denn die wollten sie auch alle absägen. Weil Eishockey kostet ja auch einen Haufen Geld, wenn eine Mannschaft einkleiden muss. Die sind ja auch nur nach Norden gefahren. Westgeld hat es auch viel gekostet und konnte mit Eishockey ja nur eine Medaille holen. Das war ja die Sportpolitik in der DDR sowieso. Denn Fußball hätten sie auch, die wollten sie ja auch zum Amateursport machen. Da haben die alle, mit einmal hatten sie gesagt, keine Prämien mehr. Ja, alle waren nicht olympisch vermarktet. Nee, man, ja, du konntest mit Fußball auch nur eine Medaille holen. Ja. Und das war 1970 da Fußball. Genau, weißt du noch, wo die gekommen sind, mit einmal vom DTSB und haben gesagt, ab morgen gibt es keine Prämien mehr. Wo ihr alle gesagt habt, dann spielen wir keinen Fußball mehr, dann haben wir auch. Da wollen die uns die Prämien streichen. Die waren nur gestrichen. Aber haben sie ganz kurz. Und dann konnten sie es nicht aufrechterhalten. Hat er Einfluss zu nehmen auf dem Spielbetrieb? Der Herr Mielke noch versucht hat, Einfluss zu nehmen auf dem Spielbetrieb. Also so sehr unverzeihlich auf jeden Fall. Ich wollte noch mal kurz sagen, Trainingscamp Ugle, ne, haben wir ja später erfahren, das war ein Bomben für die damalige Zeit, für uns ein Bomben-Trainingscamp. Ja. Nur für die erste Mannschaft, und aber alle Zimmer verwanzt, haben wir im Nachhinein erfahren. Ja. Also wenn wir abends, wir haben zwei Mannzimmer gehabt, wenn wir uns abends unterhalten haben, was wir nach dem Spiel abends gemacht haben und so weiter, wussten die alle. Ne? Und übrigens auch Pidi, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Jochen Caro hatte, immer, ich weiß nicht, wie lange der Chat schon wieder her ist, mal eine Veranstaltung beim BFC im Sportgelände. Unter anderem, da kam auch übrigens der Hans Geidel, ich weiß nicht, ob viele ihn noch kennen, das war ein sehr, sehr, ein Bombentrainer. Ja. Sagen wir mal heute, ähnlich wie die, der selbst nicht Fußball, sagen wir, in höheren Klassen gespielt hat, aber der eine Autorität ausgestrahlt hat und auch Ahnung vom Fußball hatte. Ne. Und den hatten sie auch, hat er uns erzählt, wir haben das ja geahnt, weil er plötzlich auf einmal weg war und angeblich krank gewesen sein sollte. Und rausgestellt hat sich, den haben sie nämlich auch die ganze Wohnung verwanzt gehabt. Und deshalb hat der sein Traineramt niedergelegt. Ja. Und aber schon so in den frühen Jahren oder was? Das war doch schon 70, wie gesagt. Ja, klar. Ja. Aber ich muss aus meiner Sicht sagen, wir haben damals als Spieler da überhaupt nicht
dran gedacht, dass die uns abhören könnten oder uns überwachen oder so. Ja? Da hast du überhaupt nicht dran gedacht. Ich meine, wir haben ja auch, sind ja nicht vom Spiel oder so weggegangen oder so, ja? Weil wir gewusst haben, das ist unser Job. Und aber danach, wenn wir wieder zurückgekommen sind, weiß ich nicht, ob du dich erinnern kannst, wo wir mal mit in Riesa gespielt haben, wo wir wiedergekommen sind. Oder ja, ist ja egal, jedenfalls irgendwo, kam zurück und 5, 6, 7 Spieler der ersten Mannschaft waren im Internat. So, und wir sind ganz spät nachts nach Hause gekommen und da sagt der Trainer im Bus, aber heute geht ihr alle gleich nach Hause, nichts mehr, ja, ja, nichts mehr Bier trinken und so weiter und so fort. Wir haben am Sonntag ein wichtiges Spiel. Ja, bloß wir Internatler, wir haben Hunger gehabt. Ja? Weil wo sind wir rein? Bei MP. Kennt ihr doch bestimmt auch noch, ne? In der Konrad-Wolf-Straße, Empor. Hinten im Hinterzimmer. Wir wollten noch was essen. Trinken haben wir natürlich auch, aber Essen hatten wir nicht mehr gehabt. Sind wir Libelle hier unter Haus jetzt, sind wir da reingezogen und haben noch ein paar Bier getrunken. Nächsten Tag Training morgens, auf einmal kam da der Co-Trainer, der Parteivorsitzende, der und jeder hat irgendeinen Spieler rausgeholt und dann mussten wir alle oben antreten und dann haben sie uns gefragt, wie viel Bier hast du getrunken? Da lachen wir heute teilweise, wenn wir uns dann mal treffen, wenn wir Bernd Vargas, ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt. Der war damals dritter Torwart, der ist auch mit mir damals zu Union gewechselt, weil er auch keine Chance hatte beim BFC. Werner zu stark war. Ich habe wenigstens einigermaßen die Warnung, wir mussten alle zum Clubvorsitzenden einzeln rein. Und dann hat er gefragt, ja, und dann haben wir unsere Meinung gesagt und dann, wie wir Bier hast du getrunken? Ich habe gesagt, naja, 3 bis 5. Ja, da waren wir zufrieden, ne? Da musste ich Strafe zahlen. Und Vargas hat dann gesagt, weiß nicht genau, 1 oder 2. Da soll der auf den Tisch gekloppt haben. Ja, den sind die Tränen in die Augen gestiegen. Vargas, den soll ihn so zusammengeschissen haben. Der wusste nicht, ob er 1 oder 2 Bier getrunken hat. Ja. Also das ist eine kleine Episode von mir. Was war der Frage? Ja. Menschlich. War eine Episode erzählen, ich war verletzt vor dem Start 73. Rippenbruch, das letzte Spiel gehabt in Leipzig oder vorletzte, dritte Spiel. Ich war nicht fit, Mittwoch fährst du hier, wo ist schwer die Herren, bei Cottbus. Zum Forum, da sind die Dresdner da, da war Kreische da, das war hier ein großes, Birte war da, jedenfalls großes Forum, du fährst hin, kannst machen, was du willst, kannst was trinken, alles klar, wir machen das, ein Traumforum da, ich bin noch verletzt, ich spiele nicht, ich komme, wir haben schön gefeiert, bis früh, ja, und ich komme früh, Donnerstag früh, die haben gewartet irgendwie, dass ich komme. Du sofort hoch zum Clubvorsitzenden, da ist vielleicht, ich denke, was ist denn jetzt los? Da hat er mir aber schon einer gesteckt. Kreid ist umgeknickt mit dem Kinderwagen, beim Kinderwagen ausführen oder irgendwas. Ja, was? Das jeder, ja. Ich da oben rein, nicht. Sondern bist du fit, du gehst jetzt gleich medizinische Abteilung, rüber da Sportmedizin und ich sage, nee, mache ich nicht. Ich habe hier verkündet bei Cottbus da im Forum, wisst ihr, dass ich da war. Dass ich nicht spiele, dass ich verletzt bin und habe auch was getrunken. Das interessiert uns nicht, haben sie projiziert, weil das gerade kam mit dem Bier. Da wollten sie es wissen, die 5 Bier. Ich hatte 4 mehr gemacht bis dahin. So, und du spielst Schluss aus, ohne Widerrede. Keine Chance. Ich bin rüber, da haben die da gefummelt die ganzen Tage noch rum und bis Freitag, Sonntag. Und wieder Teufel will. Ich spiele, wir gewinnen 3-0. Ich laufe auch wieder mal falsch raus, immer eine Schwäche, ist eine andere Frage und kriege von der Bulli Rode da, von Halle hier, der Zehnkämpfer, der springt mir ja hinten in die Rippe, ich laufe da aus. Ich bin falsch rangegangen. Komme hin, da war Harry Nippert schon Trainer, ins Zimmer rein, früh auszahlen, Prämie auszahlen, dann... Du hast einen Fehler gemacht, gleich 50 Mark. Ich sage, das Ganze da sonst wo, da bin ich schlecht geworden. Ich sage, ich quäle mal dahin ab und mache dann 50 Mark Abzug aus, raus. So war das oft. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ohne Widerrede.
was erledigt. Müsste machen. So. Ja. Machen wir noch ein kleines Beispiel, da könnten wir noch mehr bringen. Oh. Wir haben mal 17,50 Euro angeboten. Ja, mit Prämie. Und Johannes hat dann gesagt, ich spende das vor Vietnam. Sind Sie noch einmal ausgelastet? Ich habe aber keine Konsequenzen. Ach doch, doch. Na, bei Jönni ja. Ja, auch, bei mir auch. Bei mir nicht. Wir hat mal 17,50 Euro angeboten, da hat er noch reingeschrieben gegen Zwickau oder was. Da hat er noch reingeschrieben, Peter, du warst der 12. Mal beim Gegner. Da hat er mich unheimlich aufgebaut. Hat er gesagt, ja. Psychologe, dann haben wir natürlich ein bisschen nachgeforscht. Also, was ist mit Nippert los? Der hat sein Studium gemacht, auch in Leipzig. Da haben wir festgestellt, Psychologie ist er durchgefallen. Im ersten Anlauf. Dann haben sie ihn wahrscheinlich im zweiten Anlauf haben sie ihn durchgeschoben. Er war überhaupt, ich muss immer wieder sagen, der war als Dresdner, der war ja Walter Fritsch in Dresden Assistenztrainer. Und er hat uns dann gesagt, mal, wenn er mal gute Laune hatte, da können wir auch. Wieso? Er hat sich ein Buch füllen. Da hat er dann gesagt, naja, ich habe den Kegel hier hingestellt und Walter Fritsch gekommen, hat ihn ein Bilder daneben gestellt. Und so hat er dann wahrscheinlich, weil er seine Autorität, und der Walter war ja auch so klein, so kleiner Napoleon, aber großartiger Trainer. Hatte ich ihn schon mal in Rostock gekannt, wo er vor Rostock studiert hat. Ich durfte bei ihm mal so Talenttraining machen, als Kind, Jugendlicher. Ja, Walter ist lange tot. Aber der hat zum Beispiel eine Übungsformensammlung, die ohne Gleichen ist. Trainingsmittel hat er sich einen Katalog angelegt selber, erzählten die Dresdner immer. Der hat er aus dem Vollen gegriffen. Ich weiß nicht, wer das geerbt hat. Also, der eine oder andere Ältere wird sich ja erinnern, was Dresden damals für Fußball gespielt hat, wo sie noch gegen Bayern München diese großartigen Spiele waren. Ja, also nicht nur Kreischer, auch Riedel, Heidler, der alte Sammer, Gegner, Dörner, das war ja eine Riesenmannschaft, man muss aber gerechterweise sagen. 74 ist ja Werner auch nur nicht zur Weltmeisterschaft gefahren, weil da bessere Leute waren, weil Kreuder war. Ich habe es nicht geschafft, weil vor mir Klaus Sammer war, ein Strempel von Jena, weil wir 74... Bitte? Die hatten vorher den Zenit gehabt. Ja, die waren noch besser. Das war ja jeder Dresden. Deswegen muss ich auch sagen, im Nachhinein, ich habe auch großartige Spiele auch mitgemacht, genau wie Werner im Europapokal. Richtig gute Spiele, ich hätte es auch verdient gehabt in der Nationalmannschaft. Aber da waren bessere eben. Das muss ich heute anerkennen. Da waren bessere. Europapokal war Liverpool, die ganze Schiffe. Habe ich, ja. Das war ja in Liverpool, ich habe gerade von meiner Mannschaft, ich bin in Neuenhagen jetzt Trainer, hat mir ein Spieler aus dem BBC, irgendwo aus dem Internet, hat er mir einen Spielzusammenschnitt sonst geben. Hab ich zu Hause. Ich meine, gut, wenn du das heute anguckst, sagst du, und dann ein Originalspiel siehst, aber das war nur damals. Bitte? Ja, das war natürlich für uns, Erlebnisse, die man nicht wieder. 9-4-3. Werner wird das bestätigen können. Wir hatten schon die Chance, in Liverpool mal zu spielen. In der Anfield Road. Wir sind da vorgefahren, das sah aus wie ein Knast. Roter Backsteinbau für den alten englischen. Neubrandenburg war es auch schon. Das war ja. Ich weiß nicht, da haben wir in Breiten gewohnt, in dem Bad da. Ich kenne nicht, der eine oder andere wird ihn kennen. Und haben dann gespielt, tagelang geregnet. Und wir haben uns ja dort ganz gut aus der Affäre gezogen, nach dem Hinspiel 0-0 hier in Berlin. Ne? 0-0, ne? Und da haben wir sogar das 1-1 gemacht, da wären wir weiter gewesen. Und da waren so eine beschissene belgischen Schiedsrichter, die uns auch beschissen haben. Ein Abfälltor, zum 2-1. Das war das erste deutsche Tor, was geschossen wurde. Da hat schon Bayern München, die haben alle da gespielt und wir machen das erste deutsche Tor. Und dann, die Dresdner haben jeden nach uns, waren die in Liverpool. Die, aber die haben auch zwei Tore geschossen, auch an der Anfield Road. Und das waren die ersten drei deutschen Tore. Da können wir noch stolz sein. Die DDR-Mannschaft, die sowohl Beckenbauer und Müller und alles in Deutschland. Ich
Wir mussten bei Harry Nipper, da, wie gesagt, mein Lieblingstrainer, mussten wir nach dem Spiel, hat jeder so ein kleines Heftchen gehabt und mussten unsere Kritik aufschreiben. Und mussten das dann vor. Selbstkritik. Und vorlesen, ja. Und da weiß ich heute noch einen Satz: Lass den Kopf nicht hängen, du warst ein glatter Ausfall. Hat er unten reingeschrieben. Ne? Da weiß ich noch, später, wenn wir dann mal zusammen saß und Bier getrunken haben, haben wir gesungen: Lass den Kopf nicht hängen, ne? Und so weiter. Ne? Ja. Und übrigens, ich war dann ja bei Union, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ne? Und wir sind mit Union gerade mal wieder aufgestiegen. Heinz Werner war damals der Trainer und ich war Kapitän. Und Achim Sigusch hatte aufgehört und auf einmal höre ich, habe natürlich über die Jahre, ich war ja auch immerhin 7 Jahre bei Union, hast du auch deine Leute gehabt und auf einmal kriege ich da aus dem Präsidium, kriege ich so die Mitteilung, dass der Heinz Werner abgelöst wird und wer soll kommen? Harry Nippert. Zur Union. Ja. Und ein halbes Jahr später habe ich meine Laufbahn beendet. Ne? Weil der hat bei Union genau dasselbe eingeführt dann. Ja, auch, wir mussten auch wieder Tagebücher, ich war über 30 damals schon, ne? Und mussten dann jedes Mal schreiben, ja, und dann hat er seinen Satz darunter gesetzt, ne? Hast du nicht mehr ausgehalten, ne? Ja. Mit Harry Nippert noch eine, ja, ganz kurz in Story. Erzähl mal. Er hat ein Haus hier bekommen am Orangesee, ist dort eingezogen und alles und hat das Beste vom Besten. Und dann hat er immer gesagt, Radeberger trinke ich nicht. Und habe ich immer in Dresden, könnt ihr euch nicht vorstellen, ja, Einladung die ganze Truppe gekriegt. Im Garten zum Grillen, alles hervorragend. Was stellt da uns hin? Einfaches Berliner Bier. Pissbier. Ja, Pissbier. Und wir mussten austreten gehen durch die Garage, Toilette hoch. Und ich gucke hier in der Garage rum, zugedeckt, Kisten. Radeberger, Wernesgrüner, alles da. Das ist noch nicht die Beende. Das wird noch besser. Pass auf. Ich den harten Kern genommen, Jochen Caro, ich sage jetzt ganz vorsichtig, immer Öffner mitnehmen und trinken und die Flaschen drinnen lassen. Jetzt haben wir da mindestens 2 Kästen gesoffen und der hat gedacht, das Bier da nicht. Und ich weiß nicht, der hat nicht gemerkt. Wann das raus, dann wo wir mal in Uckli waren, eine Feier, dann hat er gesagt, da gab es welche. Die haben das Bier weggesucht. Ja, und dann noch ein Ding, wir wollen den Schlips abschneiden, neuen Uckli auch. Aber Peter Torwart, Gustav Greit und ich an der Bar, aber schon zu fortgeschrittener Stunde, haben wir Schere besorgt, die ganze Truppen haben sie gesehen. Ins Gespräch verwickelt, in der Mitte genommen. Ich versucht, nicht geklappt. Gustav, das ging wirklich, so 10 Minuten, auf einmal klappt das. Gustav kommt zum Schnitt. Und die Schere stumpf und das überlappt ein Theater. Könnt ihr euch vor, was da los war? Die Truppe hat gleich gesammelt. Alles, konnte nicht viel Theater machen. Das unmöglich hat er nur gemacht, gebrüllt und so. Das ist nicht schön, was er macht. Alles klar, war richtig. Die Truppe hat gesammelt, da haben wir über 25 Singer, war das Rivera. Und dann kommt noch der Hammer, dann hat er den Feind stumpfen lassen, hat er wieder umgemacht, hat das Geld aber eingesteckt. Wir haben nur gebrüllt, ja, den haben wir nicht verfolgen. Und dann, wenn ich ja sage, wie wir ihn abgeschossen haben. Ja. Kennst du das Ding noch? Micky Lauck hat sich da mal mit mächtig angelegt. Und Besuchen kommen und. Und dann haben wir gesagt, wir gehen hoch zur Kirste, du warst dabei, ich. Der Letzki, Micky Lauck, der Spielerrat. Und Kürste sah so, da haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr mit dem. Und Kürste auf seinen Tisch vorne, die Birne draufgefallen, was soll ich machen? Und da haben wir alle überlegt, da war noch ja nicht so lange da, ja. Und es hing wirklich nicht mehr. 77? Nee, 76 war er schon. Da war er aber schon abgeschossen, da hatte ich schon Luft hier. So, da hat Kürste so gemacht, so oder so. Und dann haben wir uns eingelassen, so. Und ab dem Moment hatte da keine Gewalt mehr mit dem Geld. Dann hat das derjenige ausgezahlt, der andere. Und die haben sich gewundert. Jetzt haben wir aber alle zusammen, ja, alle 15 Mann, konntest nur 4 auf die Bank noch setzen. Wir waren ein Team, ja. Und dann haben sie uns zur Brust genommen. So, jetzt die Punkte holen.
Und dann gibt's was oder es ist aus. Denn wir waren in der Pflicht auf einmal. Und Harry hat gedacht, wir spielen vor denen. Und da haben wir vom BFC gespielt, aber mit voller Pulle. Und dann war er ja nachher weg. Das sind noch so eine Episode, die sehr, sehr passiert. Die hätten nicht gewusst, wie sie ihn abschießen sollen, Harry Nippert, hoch gelobt von Dresden. Naja, man darf nicht vergessen, er hatte zwei oder drei Spieler, die 76 die Olympia, war das Goldmedaille in Montreal, Lauch und Rieger dabei, ist noch zum Flughafen gefahren, hat die Olympia, die da angeflogen kam, hat die noch in Empfang genommen und da auf dem Flughafen sollen sie ihm gesagt haben, dass er kein Trainer mehr ist. Also das ist natürlich auch keine Art und Weise, aber so war er ja auch. Was ich mit dem erlebt habe. In Kuba war er noch mit. Ja, dann ist er noch die Reise noch mitgemacht mit der Völkerfreundschaft. Ja, und da wurden ja die ausgezeichnet mit Familien, die durften dann erfahren. Und dann hatten sie ihn auch abgesiegt und dann kam Bums. Gab es nicht bei Union auch einen Spielaufstand gegen Lippert? Ja, genau. Bei Union, ne? Ja, das weiß ich von Detlef Schwarz hier, von Dr. Detlef Schwarz. Also selbst die etablierten Spieler auch wie Wolfgang Matthies. Matthies, die haben nur gelästert und gelacht über ihn. War auch nicht mehr. Schlimm, ja. Also ich habe ja, wie gesagt, also eins, ich muss mal was, Lippert war zwar, wie gesagt, psychologisch und also, der hat alles falsch gemacht, was man als Trainer falsch machen kann. Ich kann das jetzt sagen, ich bin jetzt 34 Jahre Trainer. Ich hab von alle trainiert, von Profis bis zum Nachwuchs. Ich bin Fußballlehrer des DFB und ich kann das heute im Nachhinein einschätzen. Der hat mit Sicherheit pädagogisch, psychologisch fast alles falsch gemacht. Der hat manchmal Vorträge gehalten. Medizinische, wo wir gedacht haben, oder die sie nicht auskannten. Aber nun hat er ja Studenten gehabt, die auch gerade Sportmedizin hatten und so weiter. Ja, wir haben uns immer am Kopf gefragt, erzählt denn der da vorne? Und die ja keine Ahnung von hatten, die Spieler, die haben das natürlich geglaubt. Ne? Dann haben wir gesagt, das geht ja gar nicht, was der da von sich gibt. Ne? Völliger Irrsinn und so weiter. Und da haben wir dann auch, da haben wir dann ein bisschen nachgeforscht, noch Erfahrung gemacht, dass er auch eine Niete war. Ja, aber eins muss ich sagen, er hat natürlich aus Dresden, die Dresdner Fußballschule, die ich schon mal gerühmt hatte, und da war der Fritsch, die hat er natürlich auch nach Berlin eingefahren. Ich weiß noch, der hat mit uns Übungsform, Donnerstag war immer sein Lieblingstag, wo Extra-Training war. Da hat er sich drei rausgesucht. Entweder um die zu ärgern oder auch sonst, die durften dann bei ihm alleine trainieren. Sondertraining hieß das denn. Der eine konnte nicht mit links, das hat er nur damit er gerade auslaufen konnte oder so. Dann musste der eben 200 Mal mit links Flanken schlagen. Und ich muss mal sagen, fachlich war das ein guter Mann. Der wusste, wie das geht. Der hat die Dresdner Fußballschule nach Berlin gebracht und wir haben auch in Berlin dann besten Fußball unter ihm gespielt. So ist das nicht, weil wir vorher erfolgreicher, aber Erfolg hat er auch nicht gebracht. Aber menschlich war das ein Arschloch ohne Ende. Ich sage das nicht gerne zu Trainerkollegen im Nachhinein auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, hatte ich nicht mehr da. Später hat er dann bei Adler und irgendwo an der Tür gestanden. Im Nachhinein. Ja, nee, aber das war dann nicht. Er war menschlich, war das ich wiederhole das nochmal. Aber fachlich. Ich kann ja als Co-Trainer heutzutage aktivieren. Nee, er hat ja auch ein gewisses Alter. Ich meine, wir sind ja schon alt, Werner und ich. Und Rainer auch. Und mittlerweile Jürgen, nicht so, der sieht noch jung aus. Das ganze Tag hat er ja nicht so mitmachen müssen. Aber das war so. Ne? War denn damals das Respektverhalten anders? Nee, das war sogar zu DDR-Zeiten, glaube ich, noch schlimmer. Das waren die in Autorität, die standen überall. Und dann kam eine ganze Weile gar nichts. Ja, die waren aber auch geführt von irgendwelchen Leuten. Die hatten auch nicht alleine zu bestimmen, was da passiert, wie die Aufstellungen waren und so weiter. Ich weiß auf alle Fälle. Manchmal haben ja Trainer das so gemacht, hier, Geidel war zum Beispiel einer, der hat sich dann den Mannschaftsrat genommen, Kapitän und so weiter, hat dann gefragt, wie können wir das am besten lösen mit auf der und der Position und so weiter, oder wie sollten wir das,
hat zumindest die Meinung erfragt von den von Spielern, von wichtigen Spielern. Werner gehörte ja auch mit dazu immer. Und das ist meistens auch gut gegangen. Nicht immer, wie gesagt, im besagten Halbfinale nicht. Obwohl wir da ein gutes Spiel viel besser gespielt haben als in Berlin gegen die Nachwuchsmannschaft. Da waren wir ja, da haben wir ja überhaupt keine Chance gehabt hier normal. Aber eben, der eine oder andere wird sich erinnern bei dem Ding. Und wenn der nicht, in der 90. Minute das Ding dann, weil einer auf der Tribüne gepfiffen hat, im Strafraum in der Hand nimmt, wären wir nie zum Torerfolg gekommen in Berlin. Viele haben das Spiel gesehen. Aber hat, wieso ist er denn dazu denn gekommen, dass er dann bogst, wenn du sagst, er ist 88 ablösen wollen? Wenn sie denn so wären? Ja, Jürgen war ja nun seit 79 dann auch Trainer. Ja, oh, nee, auch 77. Nee, warte mal, 78. Wann habe ich auch. Nee, ein Jahr, ich habe ja bei Bux noch trainiert. 76. Ich habe bei Bux noch trainiert. Das war 77. Genau, genau. Und das war auch ein bisschen überfällig geworden. Wenn du 10 Jahre an einer Mannschaft arbeitest, kannst du dann auch nichts mehr Neues machen. Ja, wenn du sagst, dass in dieser Struktur ein Jahr, ich meine, wäre ja eine klare Entscheidung gewesen, die dann auch umgesetzt hätte werden müssen. Ja, haben sie auch gemacht. Die haben ja dann Helmut Jeschke geholt. Der war ja nur wenn ich Frank heute höre, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber was der mir über den erzählt, da müssen ja die Spieler auch dran gearbeitet haben, dass der nicht lange da auf dem Sitz geblieben ist. Die sind nach Bremen gefahren und haben zu denen gesagt, unter dem wollen wir nicht mehr weiterspielen. Deswegen haben sie mich aufs Trainingslager aus Wiesenthal geholt. Ich bin im Januar nach Uggli gefahren. Januar 89 oder was? Ne, Januar 90. Da war schon die Mauer gefallen. Ich war ja vorher A-Jugendtrainer, war mit meiner Mannschaft in Wiesenthal im Trainingslager und bin dann 90 im Januar da rausgefahren. Hab dann noch alle gehabt außer Tob. Aber die Spieler, wenn du mit denen gesprochen hast, die waren alle begeistert, beim BFC spielen zu dürfen. Aber, ja, und wir haben auch ganz gute Gehälter gezahlt zu dem Zeitpunkt. Im Vergleich zu dem, was wir zu dieser Erdzeit bekommen. Ich kann das sagen, weil ich da unmittelbar dabei war. Sie wollten eins. Die wollten ein Auto, die wollten natürlich mehr Geld verdienen. Und die Auswahlspieler haben zu dem Zeitpunkt 12.000 D-Mark verdient, im Frühjahr schon. Die wollten auch kein DDR-Geld mehr haben. Wir hatten ja ein bisschen was durch den Tonktransfer, da waren ja so 3,5 Millionen rübergekommen, Westmark. Und ich weiß noch, ich wollte einmal DDR-Geld auszahlen, aber wir wollten sie nicht mehr haben. Ich hatte einmal so 20.000 im Schrank Dings, wenn die Spielprämie auszahlen mussten. Das wollen sie nicht mehr haben. Und wenn wir waren wir in Griechenland im Urlaub, in Trainingslager. Vergesst das schnell, was ich gesagt habe. Wir haben da hart gegen Ofi Kreda da gespielt, mit Dings haben wir sogar gewonnen, da war schwer zu. Da die Nationalmannschaft, Frank und Thomas Dolan, die waren ja immer da fast in jedem Jahr im Trainingslager mit der DDR-Nationalmannschaft. Die haben kaum gewonnen gegen die Mannschaft, mit der Nationalmannschaft. Und wir haben mit dem Verein haben wir da 2 oder 3-0 gewonnen, ich weiß jetzt noch, im Vorbereitungsspiel. Wir spielten dann danach noch gegen Borussia Dortmund. Das war ein wichtiges Spiel, weil wir hatten einen Plus-Sponsor, das kann ich heute sagen, TUI, kennt ihr alle. Die hatten sich angeboten, bei BFC auf ein Plus zu gehen. Nun spielten wir gegen Borussia Dortmund mit, ja, fast alle noch dabei, wie gesagt, Thomas ungefähr. In Weiden, an der holländischen Grenze, der eine oder andere wird das Nest kennen, Zuschauer, wenig 20.000 oder so waren da. Hauptsache Dortmunder, haben wir verloren, richtig? Und nee, 2-0 haben wir verloren. Da machte der kleine Rummenigge, der im Sturm spielt, der war 1,60 groß oder so, ich will das hier mal übertreiben, machte gegen unsere Riesen, Frank hinten in der Deckung, Burkhard Reich, der konnte aus der Dachrinne saufen. dann hat noch Schinschik gespielt und auf der linken Seite Fügner. Da machte der 2 Kopfballtore hin. Eine ging das gar nicht. Bei den kopfballstarken Mittelleuten, die wir da hinten hatten, wir haben auch nicht gut gespielt. Und dann hatten die dort, TUI, in Anbetracht der Situation, dass wir dort spielten, haben die eine Umfrage gemacht. Und die, wie kennt man den BFC und so weiter. Und dann war natürlich hier so ein Vorurteile, Stasi-Club und so weiter. Da wurde ja nur hochgepusht, in der Zeit sowieso, gerade von der Bildungszeitung und so weiter. Wussten die natürlich Bescheid. Und dann kriegten sie eine, und die hatten Für das Spiel hatten die extra eine Kleidung mit TUI drauf. Hatten wir, die durften wir einmal nur anziehen danach, weil der Vertrag kam nicht zustande.
mit denen, die wurden nicht vor uns auf der Brust, wie gesagt, durch den Dings, dann Dingsbefragung gemacht. Und da mussten wir die Hemden vernichten. Die mussten dann zerrissen werden. Ich durfte nicht. Ich habe meins noch zu Hause im Schrank. Eigentlich war das vertragswidrig. Hast du nur 20.000? Das sind Profis noch. Ja. Die wie von 20.000. Das ist Profis noch. Das ist Kohle. Ja, 20.000. Den Profi, den habe ich noch gefunden, den Kohle. Gut, hat jemand noch eine Frage? Ja. Ja. Wie seid ihr überhaupt mit Umia, der Stahlverein? Ich will euch mal was sagen. Die größten Feinde waren im eigenen Land. Ja, nee, das wird es aber. Die Westlichen, die wussten gar nicht damit umzugehen. Ja. Wir sind ja, ich weiß ja, mit Boks war ich zweimal 90 bei Bayer Leverkusen eingeladen. Kalmund hatte nach dem Boks-Transfer, der im November zustande kam, von dem wir auch ganz gutes Geld gekriegt haben. Im Nachhinein haben sie uns alle beschissen, muss ich mal sagen, auch vom Wuschi.